Thomas Waas steigt aus einem wahren Monster und für 2 Millionen Euro verkauft er es. Der allradgetriebene Vierachser auf MAN-Basis verfügt über ein von innen steuerbares variables Reifendrucksystem, über Sperrdifferenziale an jeder und zwischen allen Achsen. Damit ist das Expeditionsmobil in der Lage, praktisch jedes noch so widrige Gelände zu meistern. Innen ist ebenfalls alles auf Wüste und absolute Unabhängigkeit ausgelegt. Für mehrere Wochen allein unter freiem Himmel, zum Beispiel auf dem Dach der Welt. Die Steigfähigkeit ist theoretisch natürlich 100%. Das hängt vom Untergrund ab. Loser Untergrund ist schwieriger. Sand noch schwieriger, aber mit dem Fahrzeug erklimmt man Dünen. Das Modell wurde gebaut für einen Mann aus Dubai, der dort mit dem Fahrzeug und seinen Kindern Wüstentouren unternommen hat. Weniger geländetauglich, aber nicht minder exklusiv, der neueste von Volkner. Den haben junge Leute bestellt, so die Individualumbauer aus Wuppertal. Und richtig, mitgeführter Argo-Schwimmwagen, Tauchluftkompressor und die ausfahrbare Seitenwand lassen auf junge Aktivurlauber schließen. Und auch mit dieser Avantgarde-Wohnung auf Rädern sind die Besitzer komplett autark. Solange alle paar Wochen mal ein Supermarkt am Wegesrand liegt. Die Grundausstattung ist schon nahezu komplett. Von der Energieseite her in jedem Fall komplett. Was man natürlich immer noch erweitern kann, ist goldene Wasserhähne. Wir haben zum Beispiel dort Fliesen für 1000 Euro der Quadratmeter. Das sind natürlich Equipments, die sich jeder Kunde nach seinem Geschmack aussucht. Und ob nun Playmobil oder Wohnmobil, das Gefühl der großen Freiheit vergessen die wenigsten, die es einmal erlebt haben. Und Träume wachsen eben mit dem Alter und dem Geldbeutel.